Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind im Regierungsbezirk auf Corellia und betreten jetzt hier gleich die Legislatur. Dort schauen wir mal, was hier so los ist. Es war ein Hinterhalt, General. Imperiale sind durch einen versteckten Eingang reingekommen. Wir haben den Kommandanten verloren, aber die Kavallerie ist gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Seid euch meines Dankes gewiss. Die Ionenmauer hat einigen Schaden angerichtet. Aber das Imperium erholt sich schnell. Die Abkürzungen des Korallianischen Rats sind auch nicht hilfreich. Solange das Imperium den Rat in der Hand hat, verfügt es über interne Informationen. Wir müssen die Ratsmitglieder finden. Sie werden gut bewacht sein. Ratsmitglied Belos sagte, sie seien an einem sicheren Ort. Wir sind die Pläne mit Captain Kantaros durchgegangen. Er hat einen Schutzraum identifiziert, in den der Rat sich in Notfällen zurückziehen kann. Darth Hadra vom Rat der Sith war als Eskorte dabei. Wenn die Ratsmitglieder in diesem Raum sind, wird sie ebenfalls dort sein. Sith geben schlechte Eskorten ab. Darth Hadra könnte den Rat opfern, bevor sie verliert. Beschützt den Rat, wenn nötig. Sie sollten für ihre Entscheidungen Rede und Antwort stehen. Natürlich habt ihr Verstärkung der Republik. Captain Kantaros führt seinen eigenen Angriff an. Aber er hat mir versichert, dass seine Offiziere kommen werden, wenn ihr sie ruft. Die grünen Jedi haben ebenfalls zugesagt, zu schicken, wen sie entbehren können. Können wir kommunizieren? Wie kann ich sie erreichen, wenn ich in Schwierigkeiten stecke? Unsere Techniker haben die Kommunikationsstationen der Legislatur so verändert, dass man damit direkt die Zentrale der Republik erreicht. Nutzt sie, um Verstärkung zu rufen. Denkt daran, der Korallianische Rat ist das Ass im Ärmel des Imperiums. Findet ihn, bevor wir noch mehr Überraschungen erleben. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir werden nicht nachgeben. Eine kleine Bonusmission. 40 Mann. Oh, die steigen auch noch in den Kampf ein. Das war so nicht geplant. Kriegen wir beide. Von 40. Lord Savick. Den müssen wir ausschalten. Ja, nochmal unterbrechen können wir ihn gerade nicht. Zurück! Hier herrscht Krieg. Ich brauche ausgebildete Soldaten. Ermittle Position von nächstgelegener Einheit der Republik. Übertrage ihren Standort.
Okay, jetzt geht's los. Sichere die Legislatur. Was macht er denn da? Er spaziert da oben drauf. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Oh, da kommt er schon wieder. Weg. Guter Angriff. Den müssen wir wieder ausschalten. Lord Banos. Niemand verletzt meine Freunde. Ich komme mir vor wie in einem Irrgarten. Ich könnte ein paar Einheimische gebrauchen. Kontaktiere Captain Kantarus. Korsak ortet sie. Okay, cool. Weiter geht's. So, drei noch für die Bonusmission, dann haben wir es geschafft. Oha, gut, dass wir da jetzt nicht runtergesprungen sind. Bleibt noch der Lord Grigor. Und wenn wir den erledigt haben, haben wir auch die 40 voll. Okay, der bleibt da. Für den Kampf, der mir bevorsteht, könnte ich die Unterstützung weiterer Jedi gebrauchen. Stelle Verbindung zu den grünen Gärten her. Lade ihre Koordinaten hoch. Die grünen Jedi. Da kommen sie.
als ich dachte. Ich versichere euch, Darth Vader, dieser Schutzraum ist uneinnehmbar. Die Republik wird niemals durchbrechen. Spart euch das, Ratsmitglied. Selbst euer kleines Versteck war nicht immun gegen die Ionenmauer. Ihr habt die Legislatur in ein Schlachtfeld verwandelt. Ist das euer Plan, um den Rat zur Republik zurückzulocken? Wenn er es möchte. Ihr könnt immer noch zugeben, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Ha! Selbst wenn halb Corellia in Flammen lodert, steht der Rat immer noch hinter dem Imperium. Nach dem Schaden an der Legislatur hatte ich mit einer ganzen Armee gerechnet. Ihr hättet vorbereitet kommen sollen. Der Schutzraum wurde gestaltet, um den Rat zu beschützen und zu verstecken. Hier gibt es keine Kommstationen. Alle Übertragungen werden blockiert. Eure Verbündeten sind außer Reichweite. Könnt ihr mich ohne eure geliebte Republik besiegen? Ihr könnt nicht gewinnen. Selbst wenn ich falle, kämpft Corellia weiter. Corellias Zukunft steht fest. Das Volk wird sich fügen oder sterben. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere Optionen. Als ich hörte, dass ihr den Rat verfolgt, habe ich die Elite von Corsac zusammengetrommelt. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Dann habt ihr euer Schicksal entschieden. Jene, die sich der imperialen Herrschaft widersetzen, sterben durch meine Hand. Oh, ein schickes Doppellichtschwert. Das war's mit ihm. Mit ihr. Tja, Ratsmitglieder, jetzt geht es nur noch um euch und eure aufgebrachte Wählerschaft. Mit der Zustimmung der Republik kann der amtierende Corsac-Kommandant Staatsoberhäupter verhaften. Ich will sie alle, auch Ratsmitglied Belos. Aber ich habe das Imperium ausspioniert. Ich habe einen Sith Lord belogen. Ich habe mein Leben für die Republik riskiert. Ihr habt als erster vorgeschlagen, dass wir dem Imperium beitreten, Belos. Wie viele Credits hat man euch geboten, damit ihr eure Meinung ändert? Das habe ich nicht gewusst. Ist das wahr, Ratsmitglied Belos? Das Imperium nahm Kontakt mit mir auf und ich stellte es dem Rat vor. Ist das denn überhaupt noch wichtig? Für mich schon. Und für die Männer, Frauen und Kinder, die sterben mussten, um es wieder gut zu machen. Die Ratsmitglieder haben sich selbst zu Königen ernannt, auf Kosten Corellias. Sie alle verdienen es, bestraft zu werden. Ja, eigentlich müssten wir sie alle einsperren, aber Belos darf gehen. Ratsmitglied Belos hat uns hierher geführt. Er hat es mehr als wieder gut gemacht. Ob ich es je wieder gut machen kann, weiß ich nicht. Aber ich werde keine Chance vergeuden, es zu versuchen. Danke. Ich weiß zu schätzen, was er für uns getan hat. Trotzdem habt ihr einem Verräter die Freiheit geschenkt. General Aves wird einen Statusbericht hören wollen. Einen Moment, wir müssen eben die Kommunikation wiederherstellen. Könnt ihr uns hören, General? Laut und deutlich, Captain. Ohne Hinweise vom Corellianischen Rat muss sich das Imperium auf seine alte Taktik verlassen. Und die funktioniert nicht. Wenn die Legislatur fällt, wird das Imperium verletzbar sein. Ich habe mehrere Trupps in Bereitschaft, um sie von Corellia zu vertreiben. Aber sie brauchen ein Signal. Die Funkstation auf dem Rednerhof. Sie überträgt euer Signal an alle Kommstationen auf Corellia, falls ihr sie erreichen könnt. Kein Problem. Wo soll ich hin? Der Rednerhof wird von Darth Decimus überwacht, dem letzten Mitglied des Rats der Sith auf Corellia. Er überzeugte den Corellianischen Rat davon, dem Imperium beizutreten. Er wird Corellia nicht so einfach aufgeben. Ihr werdet dort keine Unterstützung haben. Corsac bewacht den Rat. Die grünen Jedi verteidigen ihre Enklave. Und meine Leute sind in Position. Ein Jedi ist niemals allein. Die Macht wird auf meiner Seite sein. Aber denkt daran, dass man nur einen guten Schuss braucht, um jemanden zu töten. Selbst wenn er ein Jedi ist.
Kontaktiert mich über die Funkstation, sobald ihr Darth Decimus besiegt habt. Ich warte auf euer Signal. Es ist soweit. Nur noch ein Sith Lord steht zwischen uns und der Freiheit. Corellia zählt auf euch. Okay, es geht tatsächlich sogar noch weiter hier in dem Bezirk. Verdammt. Okay, da müssen wir irgendwie rüber. Niemand verletzt meine Freunde. Na, dann können wir auch oben lang. Ist, glaube ich, genauso viel los. Ging noch mal gut. Darth Decimus. Oder Decimus, wie auch immer. Eine vorhersehbare Entscheidung. Nur ein Jedi könnte die Republik so weit bringen. Ich habe eure Fortschritte auf Corellia verfolgt. Der Rednerhof hat alles mitbekommen. Von dieser historischen Bühne aus erkläre ich Corellia zum offiziellen Mitglied des Imperiums. Selbst eure Bemühungen können das nicht schmälern. Das Volk wird sich wehren. Glaubt ihr wirklich, die Corellianer werden das hinnehmen? Die Corellianer haben ihrem Rat aufgetragen, zu entscheiden, was das Beste für sie ist. Als das Imperium mit der Invasion begann, hat der Rat uns alle Koordinaten gegeben. Die Docks von Coronet City wurden geräumt. Wer sich widersetzte, wurde getötet. Die Flotte hat die Werften eingenommen. Imperiale Truppen sind zum Kapitolplatz vorgerückt. Ein wirklich prächtiger Anblick. Und das Volk von Corellia? Ich bezweifle, dass man das Imperium mit offenen Armen empfing. Meint ihr etwa, der Rat hat die Docks eigenhändig geräumt? Das Imperium wird von mehr Corellianern unterstützt, als ihr denkt. Eines eurer Gründungsmitglieder hat euch verlassen. Wie lange noch, bis Coruscant folgt? Balmorra, Ord Mantell, bald wird die ganze Galaxis eure Schwäche erkennen. Das Imperium braucht keine Waffen, um die Republik zu vernichten. Nur Zeit.
Wir kämpfen nicht alleine. Selbst wenn die Republik fällt, werden unsere Verbündeten weiterkämpfen. Das werden sie sich gründlich überlegen, sobald die Republik in Flammen steht. Oh, wir müssen gegen ihn kämpfen. Niemand verletzt meine Freunde. Benutze die Funkstation. Darth Decimus wurde besiegt, General. Sagt euren Leuten, dass die Legislatur in unserer Hand ist. Nicht nötig. Die Meldung wurde schon per Funkstation auf ganz Corellia verbreitet. Jetzt liegt es an unseren Reserven, das Imperium ganz zu vertreiben. Aber es kommt bereits an vielen Fronten zu Rückzügen. Corellia ist frei. Wir bereiten uns darauf vor, dem Senat formell den Sieg zu erklären. Begebt euch zum Presseraum, wenn ihr soweit seid. Okay, wunderbar. Zum Presseraum geht's dann hier lang. Gut, Leute, und dann werden wir an das Volk eine Rede halten. In der nächsten Folge würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.